Hallo, herzlich willkommen. Ein kleines Filmchen über den Einsatz der Transparentpause in Archicad. Ich zeige Ihnen das, weil ich immer wieder gefragt werde, wie das funktioniert. Dabei ist es doch ganz einfach. Wir wollen eine Zeichnung, die wir schon gemacht haben, in anderen Zeichnungen sehen als Orientierung, um uns daran auszurichten und entsprechend präzise zeichnen zu können. Sie sehen hier eine ganz einfache Grundrisszeichnung im Erdgeschoss. Wenn Sie eine Etage höher gehen, ins OG, dann sehen Sie diese Zeichnung nicht mehr. Jetzt möchten Sie da aber sowas Ähnliches oder genauso etwas zeichnen und hätten gerne den Erdgeschossgrundriss darunter liegen. Das können Sie haben, indem Sie hier rechts in der Navigatorpalette auf den Erdgeschossgrundriss klicken, auf diesen Eintrag hier mit der rechten Maustaste und diesen Befehl wählen als Transparentpause anzeigen und schon sehen Sie diese Erdgeschosszeichnung im Obergeschoss und können sich daran ausrichten. Sie sehen, der Mauszeiger fängt sich hier ein, er nimmt auch die Mitteposition und so weiter und so fort. Die Art und Weise, wie die Transparentpause aussieht, können Sie in der Transparentpausenpalette einstellen. Sie sehen hier, dass Sie sie erstens an- und ausschalten können, je nachdem, ob Sie sie gerade brauchen oder nicht. Und zweitens können Sie auch die Deckkraft dieser Transparentpause verändern, Sie können die Farbe verändern und so weiter und so fort. Ja? Jetzt habe ich das hier auf vorgestellt. Ja? So, wenn Sie im Schnitt, den ich hier auch schon habe, diese Transparentpause auch sehen wollen, müssen Sie sie noch einmal aktivieren. Auch jetzt rechte Maustaste auf den Erdgeschossgrundriss als Transparentpause anzeigen. Sie sehen, dass die Transparentpause im Schnitt liegt. Ja, das ist natürlich vielleicht nicht so praktisch, deswegen können Sie jetzt eine Funktion auswählen in der Transparentpausenpalette, das heißt Transparentpause verschieben. Das ist hier. Und jetzt können Sie diese Transparentpause, die ein bisschen kräftiger dargestellt wird, hier runterziehen. Mit gedrückter Shift-Taste senkrecht und dann stört die Ihre Schnittzeichnung nicht mehr. Diese Verschiebung können Sie auch wieder rückgängig machen, mit diesem Button hier auf die Ausgangsposition zurücksetzen. Sowieso verändern Sie damit ja nicht das eigentliche Modell, sondern nur die Darstellung dieser Transparentpause. Jederzeit können Sie das wieder abklicken und anklicken, wie Sie es brauchen. Sie können jetzt jede Zeichnung, auch die Schnittzeichnung, zur Transparentpause machen. Wenn Sie zum Beispiel wieder in den Grundriss zurückgehen, Steuerung 2, können Sie auch diese Schnittzeichnung als Transparentpause haben. Ja, und dann haben Sie sozusagen die Möglichkeit, diese zu verwenden, um sich im Erdgeschossgrundriss zum Beispiel auszurichten. Das war's. Mehr gibt es zum Thema Transparentpause nicht zu sagen. Vielleicht noch ein Zusatz, auch im Layout können Sie sich das, was Sie da gerne haben wollen, als Transparentpause anzeigen lassen. Zum Beispiel das Erdgeschoss, Transparentpause, jetzt sehen Sie es auch wieder, jetzt ist es da unten, ganz klein. Auch das können Sie verschieben. Welchen Sinn auch immer das haben soll, das im Layout auf dem Plan zu sehen, aber Sie können es jedenfalls machen, Sie können es dann sogar ausdrucken. Es gibt bei den PDF-Speicheroptionen die Möglichkeit mit Transparentpause und da können Sie sogar ausgedruckt haben. Das war's. Vielen Dank und tschüss.